Moin Leute, in diesem Video erkläre ich euch das Basiswissen der Nahrung. Bevor ihr irgendwelche Ernährungsvideos, Ernährungstipps anguckt, solltet ihr erstmal natürlich wissen, was die Grundkenntnisse der Ernährung sind. Die Kohlenhydrate, Fette, was ist das überhaupt? In diesem Video werde ich euch das genau erklären. Ausreichende Nahrung muss dem Körper eine Mindestmenge an Eiweiß, Mineralstoffen, Kohlenhydrate, essentielle Amino- und Fettsäuren und Vitamine zuführen. Diese fünf Dinge sind lebensnotwendig und braucht euer Körper auf jeden Fall. Um euren Energiebedarf zu decken, braucht ihr die drei Grundnährstoffe: Eiweiß, Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Um den Energiebedarf auszurechnen, benötigt ihr euer Alter, eure Körpergröße, euer Körpergewicht und die Tätigkeit, die ihr am Tag ausführt. Darauf möchte ich jetzt nicht genau eingehen. Das könnt ihr selber ausrechnen. Im Internet gibt es genug Seiten, wo ihr euren Energiebedarf ausrechnen könnt. Die drei Grundnährstoffe teilen sich folgendermaßen auf. Du brauchst von deinem Energiebedarf 63% Kohlenhydrate, 25% Fette und 12% Proteine. Dies bezieht sich auf einen Durchschnittsmenschen, der etwa 2000 Kilokalorien benötigt. Fangen wir mit dem Protein an, dem Eiweiß. Der Mindestbedarf beträgt zum lebensnotwendigen Ausgleich der Stickstoffbilanz etwa 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Das heißt, wenn du 80 Kilogramm wiegst, brauchst du mindestens 40 Gramm Eiweiß pro Tag. Die Hälfte dabei sollte jedoch aus tierischem Eiweiß bestehen. Tierisches Eiweiß findest du in Eiern, Milch, Fleisch und Fisch zum Beispiel wieder. Warum das so ist? Sie enthalten wichtige essentielle Aminofettsäuren, wie zum Beispiel Leucin, Isoleucin, Lysin und weitere. Für Vegetarier und Veganer ist das natürlich sehr, sehr schwer. Denn diese wichtigen essentiellen Aminofettsäuren sind in den meisten Pflanzenproteinen unzureichend. Das senkt die biologische Wertigkeit auf circa die Hälfte. Ja, falls ihr diese Aminosäuren zum ersten Mal hört und falls ihr ein Supplement wie zum Beispiel Eiweißpulver benutzt, schaut mal hinten auf die Nährwerttabelle und ihr werdet die vorhin genannten Aminosäuren dort wiederfinden. Der restliche überwiegende Energiebedarf wird von Kohlenhydraten, Stärke, Zucker, Glykogen und Fetten, tierische, pflanzliche Fette und Öle gedeckt, die sich als Energieträger weitgehend gegenseitig vertreten. Kommen wir nun zu den Kohlenhydraten. Der Kohlenhydratanteil kann von 63% auf 10% reduziert werden, bevor aber Stoffwechselstörungen auftreten können. Der Stoffwechsel ist unter anderem sehr wichtig für deine Fettverbrennung. Bei einer Low-Carb-Diät wird dies zum Beispiel benutzt. Dort werden die Kohlenhydrate auf 10% gesenkt, dafür aber die Fette auf 70% erhöht. Der restliche Energiebedarf besteht aus 20% Protein. Wofür sind denn die Kohlenhydrate jetzt wichtig? Sie liefern dir deine Energie. Wenn du zu wenig Kohlenhydrate zu dir nimmst, bist du schlapp und müde. Deswegen empfehle ich, diese 10% vom Energiebedarf nicht zu senken. Die Fette hingegen sind sehr, sehr wichtig. Sie werden benötigt, um die fettlöslichen Vitamine E, D, K und A und essentielle Fettsäuren wie Linolsäure zum Beispiel zu ermöglichen. Also kurz gesagt, Fette sind Leiter für Vitamine und Fettsäuren. Kommen wir nun zum vierten Punkt, den Mineralstoffen. Dein Körper benötigt eine Menge an anorganischen Mineralstoffen. Besonders bei Calcium, Eisen und Jod sollte auf eine ausreichende Zufuhr geachtet werden. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 5, den Vitaminen. Die Vitamine sind organische Verbindungen, die der Körper im Stoffwechsel braucht. Und selbst kann er diese nicht erzeugen, beziehungsweise ungenügend erzeugen. Deshalb solltest du jeden Tag darauf achten, genügend Vitamine zu dir zu nehmen. Die wichtigsten Vitamine liste ich dir hier auf. Zusätzlich zu diesen fünf wichtigen Punkten gibt es noch zwei zusätzliche Punkte. Der erste wäre Wasser,
Und der zweite wäre Ballaststoffe. Wasser ist klar. Unser Körper besteht aus ca. 70% an Wasser. Deswegen ist Wasser sehr, sehr wichtig. Als Sportler brauchst du etwa 1 Liter auf 20 Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das bedeutet, du wiegst etwa 70 Kilogramm, also benötigst du ca. 3,5 Liter an Wasser. Das hört sich für den einen oder anderen jetzt viel an. Aber du musst auch bedenken, dass eine große Menge, ein großer Anteil an Wasser auch in deiner Ernährung steckt. In deinen Lebensmitteln. Und wenn du natürlich mehr wiegst, hast du auch einen erhöhten Lebensmittelbedarf. Das heißt, du wiegst mehr, du isst mehr. Zu den Ballaststoffen. Was sind Ballaststoffe? Ballaststoffe sind nicht verdauliche Pflanzenbestandteile. Sie füllen deinen Magen und deinen Darm. Sie binden viel Wasser und quellen dadurch stark auf. Dadurch isst du weniger und du sparst an Kalorien. Sehr gut geeignet für eine Diät zum Beispiel. Warum machen dich denn die Ballaststoffe eigentlich satt? Es ist so, wenn du Ballaststoffe isst, wird dein Blutzucker ausgeglichen. Wenn dein Blutzuckerspiegel sinkt, sendet dein Gehirn Hungersignale aus. Und durch Ballaststoffe wird dies halt im Gleichgewicht gehalten. Okay Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Falls es dir gefallen hat, bitte ein Like. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, auch wenn ich nicht so stark auf die Nährwerte eingegangen bin. Aber es ging halt um das Basiswissen der Ernährung. Wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, peace and out.